hattest du auch. Solche Hosen haben die auch, oder? Weiß ich nicht mehr. Die ja, doch, ja, stimmt. Hui. Schön, ne? Möchtest du das auch machen? Ja. Ja. Vorsicht und loslassen. Oh. Hui. Und dann gehen wir hier links hoch gleich, dann sind wir am Auto, können nachmünzen. Und dann gehen wir schön essen. Im Echo-Restaurant. Wow, Olivia, das Meer. Oh, das Balatonmeer. Wir haben ja auch immer das Gardameer gesagt. Schön, oder? So, schöne Perspektive. Wir sind auf der Halbinsel Tihany hier in Ungarn, machen einen super schönen Tagesausflug. Das Wetter bietet sich heute richtig an. 21 Grad. Wir waren schon beim Hochsommer hier. Das ist nicht so schön. Ich habe aber heute Morgen schon, als wir noch am Haus waren, habe ich euch ein paar Aufnahmen gedreht und die blende ich euch jetzt mal ein und dann geht es weiter hier auf Tihany. Meine absoluten Herbstlieblinge von Oceans Apart wollte ich euch heute einmal zeigen. Also alle die, die meine Daily Vlogs regelmäßig schauen, die wissen, dass ich gerade jetzt im Herbst fast täglich in Oceans Apart rumlaufe. Ich habe euch einmal hier das Beauty Sweatset rausgeholt. Das ist so gemütlich. Ich benutze das als Hausanzug zurzeit. So nach dem Baden, wenn es schon ein bisschen kühler ist jetzt, setze ich die Kapuze auf. Das ist jetzt die Farbe Boho Berry. Ich trage das in Größe M. Ich bin ungefähr 1,63 groß und ja, wiege so 63, 65 Kilo, schwankt immer so ein bisschen. Das gibt es auch in 8 anderen Farben. Da könnt ihr gerne mal bei Oceans Apart vorbeischauen. Die haben das sogar zurzeit im Angebot. Also da lohnt sich das wirklich. Die haben super viel reduziert. Und mit meinem Rabattcode DM3 bekommt ihr ab 89 Euro noch 3 Artikel gratis, die ihr euch dazu aussuchen könnt. Und genau, also diese Farbe finde ich super schön für den Herbst. Und jetzt zeige ich euch noch ein tolles Outfit. So, hier habe ich euch das Sydney Sweatset Deluxe rausgesucht in Azurblau. Ist super schön. Ich mag ja, wenn das so gerippt ist, so Streifen hat. Das ist dann immer eine schöne, dickere Qualität und vor allem die Leggings sind blickdicht. Das sage ich euch immer wieder. Da braucht ihr keine Sorgen haben, wenn ihr euch mal bücken müsst oder so. Dazu gibt es dann auch einen Pullover. Ja, musste ich einmal kurz unterbrechen, denn während ich hier euch das zeige, ist der Smurfy aus dem Zaun drunter her abgehauen. Ist im Moment ein bisschen wild bei uns, weil ja hier die Zäune abgemacht werden und dran gemacht, weil die Einfahrt gemacht wird. Egal. Ich bin zurück beim Sydney Sweatset Deluxe für euch in Azurblau. Das gibt es in 9 Farben bei Oceans Apart. Ich schreibe euch die Sets, die ich euch zeige, unten rein in die Infobox. Da müsst ihr nicht lange suchen auf der Seite bei Oceans Apart. Das verlinke ich euch auch. Und ich trage übrigens in so engen Hosen meistens Größe L und in so Sweatern und Bras Größe M. Und ja, ich lege euch die wirklich ans Herz, da macht ihr nichts falsch, egal ob ihr in die Stadt geht, ob ihr Sport macht, auf dem Sofa, die sind super gemütlich, haben eine schöne Qualität. Dieses Set zum Beispiel habe ich jetzt schon fast ein Jahr habe ich das jetzt und ich habe es schon wirklich oft getragen, gewaschen und ja, ihr seht mich ja auch wirklich oft in den Kleidung in den Sets von Oceans Apart und ja, wie gesagt, mein Rabattcode und den Link ist alles unten in der Infobox. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen. So, ich hoffe, euch hat die Einblendung gefallen. Es ist wunderschön. Wir gehen jetzt gleich da hinten ins Restaurant.
Und dann laufen wir hier noch die Kathedrale drumherum und ja, ist wirklich wunderschön. Lauf vergessen. Genau, die hätte sich. Das hätten wir erst nach dem Essen gemerkt. So wie wir, als das Murphy gestern weg war, wo ist er denn? Ja. Man kann da jetzt drüber lachen. Ne? Ja, jetzt kann man lachen. Gestern haben wir geweint, als er weg war. Ja. Und gleich Reisen geplant, oder? Ja, im Inneren haben wir direkt Flüge gebucht nach Sansibar. Ja, von hier. Bist du morgens wach? Schön, ne? Ja, und da hinten in dem Restaurant, da ist gleich so die Toilette, dann guckst du, das ist der Ausblick von der Toilette. Auf Schaukel und Rutsche. Ja, komm, wir gehen mal hin. Ja? Bleib so, hinter dir ist der Balaton, der ist so wunderschön. Guck nicht so schön. Smurfy. Wer hat da hingefurzt? Ich muss euch zeigen, was wir für schönes Schuhwerk anhaben. Ich habe extra keine Socken angezogen, damit ihr nicht wieder hier mich blamet. Genau, du hast ja sonst mal unter den Flipflops immer Socken an. Heute bin ich mal unten ohne. Ja, wir vertrödeln jetzt noch ein bisschen die Zeit hier auf dem Spielplatz. Da ist schon das Restaurant, da ist der Spielplatz und da parken wir. Wir hatten nämlich nicht genug Kleingeld bei, nur für eine Stunde. Wir müssen gleich nachmünzen, in Viertelstunde so, ne? Und dann gehen wir ins Restaurant mit dem schönsten Ausblick, den ich je gesehen habe. Den zeige ich euch gleich. Das Essen war auch letztes Mal sehr lecker. Echt müde, der Hund noch. Ja, kann er gleich schlafen im Auto. Ach, jetzt darf ich dir eine Hand geben. Schaffst du es alleine? Tschüss, 1, 2, 3. Die haben sogar, das Dach ist auf, ne, auf dem Restaurant, auf der Terrasse. Die Terrasse war ja letztes Mal zu. Und am ersten Mal haben wir hier gesessen, da war das Dach. Ach, ist zu. Ach, das meinst du, ja. Also gehen wir jetzt oben aufs Dach, auf die Dachterrasse. Ja. Ach so. Wir müssen Treppen laufen. Okay. Komm mit, Livia. Gib mir eine Hand. Nimmst du auf den Arm? Mama. Ja. Das vegane Menü, vegetarisch, vegan ist es. Alles auch auf Deutsch. Die Karte. Trinkt ihr nicht so gerne. Du hast doch gesagt, es ist lecker. Ja, aber es ist nicht so erfrischend. Das ist voll erfrischend. Ja, hier sitzen wir noch oben. Ja. Küsschen. Yum, yum, yum. Schön, man ist so ganz alleine. So, wir haben jetzt gegessen. Das Essen war diesmal nicht so geil wie beim letzten Mal. Also die Pommes waren super, aber ich hatte so ein Risotto. Das war sehr, sehr salzig. Calvino hatte das auch. Und er empfand es auch als sehr salzig. Aber wir sind alle super, super satt geworden. Gute Portionen. Jetzt holen wir den Smurfy aus dem Auto. Der durfte da jetzt verweilen. Und dann gehen wir da noch spazieren. Mit schönem Ausblick zum Balaton. Wir haben jetzt schon 16 Uhr. In der Sonne ist es richtig angenehm warm. Aber im Schatten wird es echt schon frisch. So, wir haben jetzt, ich glaube, 21 Grad sind angesagt. Komm fein! Ja, jetzt zieht er. Oh, oh. Jetzt macht Calvino gleich den Salto. Pass auf! Langsam! Lass ihn los! Lass los! Lass los! Komm her, Etty! Fein! Komm her! Oh, Etty! 1800 Forint kostet das für zwei Magnete, ne? Ja, aber ich gibt kein Wechselgeld zurück. Das finde ich schlimm, dann haben wir halt 200 Euro Verlust. 200 Euro. Ich bin von der Geld dazu.
Und solange das so ist, alles gut. Ja, aber wir wollen das ja jetzt haben. Ja. Aber unten ist noch einer, ne? Unten an der Kathedrale ist noch ein Drucker. Aber ist ja jetzt egal, das haben wir. Oder wolltest du noch eins machen? Nein, aber da hätten wir es auch ausprobieren können. Da hätte es vielleicht gepasst vom Geld her. 50 Cent. Verschicken? Nein, das sind Magneten. Nein, das ist eine Postkarte. Steht ja drauf, Postkarte. Das ist kein Magnet. Dann können wir es dahin vielleicht Magnet machen. Bernd, hast du 200 Huf? Nein. Schade. Ich habe keine 200 Hufstücke mehr. Passt da auch 200 da rein? Nein, ein Stück. Sorry. Weil das ist Parken auf. Und beim nächsten Mal. Okay. Ich wusste nicht, dass Parken 800 Forint kostet die Stunde. Echt? So viel? Was du gemacht hast. Ja. Der hat da kommen lassen. Nichts, da kam einer vorbei, der sagte, hallo, grüß Gott. Und er hat nach oben geguckt und hallo gesagt, aber kam keine Antwort. Nee, du hast erst gesagt, mach ich. Also. Dann hi. Oder so. Möchtest du auf den Arm, Livia? Ja. Komm zum Papa. Ja. Wir gehen da vorne gucken, komm schnell. Das ist der süße Rabe von Tiham. Weiß nicht, ist das ein Rabe? Über den Balaton. Ja, da waren wir ja, als wir letztes Mal hier gefahren sind, schon. Was ist das für eine Brücke? Da die Rutsche. Jo. Schön, ne? Eine Stunde später wird das mit dem Balaton mehr untergehen. Ja. Toll. Land. Ja, der ist ja auch 80 Kilometer oder 79. Und der Opa. Baden? Ja. Ja. Da sind ja überall Badestrände. Haben wir zur Zeit 10 Euro für die Überfahrt, ne? Ungefähr. Fürs Auto. Zwei Erwachsene, zwei Kinder. Ja. Nee, Livia, runter geht hier. Knapp über 10 Euro. Einmal mit der Fähre von Tihani nach. Also einmal nur über den Balaton. Ich glaube, wir könnten so lange 8 Kilometer. Ja, wir steigen jetzt ein. Los geht's. Wolltest du gucken? Ja. Ich warte mit dir. Das ist richtig, kann ich halt nicht festhalten, festhalten. Warum stinkt es? Ja. Wenn deine Mutter stinkt. Ey! Deine Frau auch. Jetzt mal Finger riechen. Oh oh. Bernhard, mach mich nicht schwach. Sonst ist der Vorder auch so platt, weil Bahn es wackelt. Oh oh. Halt jetzt an, halt jetzt an. Ey, ehrlich mal jetzt, warum hält er nicht an? Hör doch auf, den Fender vorne. Komm, komm runter, wenn er fällt, fällt sie auf mich. Jetzt kommt, wir müssen losfahren. Ja. Ich gehe vor, dann fällt sie mal. Los. Papa ist am Treiben. Wir sind doch im Urlaub. Boah, das sieht schön aus, ne? Ab zum Auto. We'll be right back.
wollte euch eigentlich zeigen, wie weit unsere Einfahrt gekommen ist. Aber wird nichts, weil es ist dunkel draußen. Es hat irgendwie länger gedauert als gedacht, die Fahrt. Ja. Möchtest du hier auf deinen Stinks drauf? Nee. Genau, und was wir so gesehen haben, ist, dass halt die Rasenkantensteine komplett gesetzt wurden. Zeige ich euch morgen früh einmal, bevor die weitermachen oder während die weitermachen. Die kommen jetzt jeden Tag. Ne, morgen kommen die gar nicht. Morgen ist ja Samstag. Stimmt. Ne, morgen kommen sie nicht. Montag kommen die wieder. Die haben nämlich jetzt sowas gesprüht. Irgend so ein Unkrautvernichter. Damit, wenn die da den Basalt drauf machen oder so, dass da erstmal alles frei ist von Unkraut. Und der Bernd macht jetzt draußen gerade den Zaun, steckt er einmal wieder dran, dass Murphy laufen kann. Genau, und ansonsten wird heute nicht mehr viel passieren, außer dass wir gleich einen Livestream starten. Wir haben ja so super Neuigkeiten heute bekommen. Alle, die auf Instagram sind, die wissen schon Bescheid. Ich erzähle es euch morgen im Vlog. Ich bin jetzt echt geschafft vom ganzen Laufen und Fahren und sowas. Ich wollte euch nochmal erinnern, dass ja Oceans Apart den Rabattcode hat. Also ich gebe ihn für euch von Oceans Apart. Mit DM3 bekommt ihr ab 89 Euro drei weitere Artikel, die ihr euch aussuchen könnt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen. Wir machen uns jetzt Bett fertig und dann geht's ab ins Bett. Danke fürs Zuschauen und bis morgen in alter Frische. Tschüss!